Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in Anbetracht der Uhrzeit fasse ich mich kurz. Wir haben den Antrag ja schon einmal gestellt und ja, der Herr Kommerson, der freut sich ja darüber, aber es ist ja hier eine Möglichkeit für uns Saarländer auch, mal unsere Selbstständigkeit unter Beweis zu stellen. Wir waren ja schon mal selbstständig. Und da konnten wir unsere Ferien selbst bestimmen. Da waren sie auch immer von Mitte Juli bis Anfang September. Und wenn wir jetzt dieses Jahr hier sehen, am 17. August hat der Unterricht begonnen. Das ist natürlich eigentlich noch mitten im Sommer. Und dann stellen sich auch Fragen, wie wird die Schule jetzt auch mit Corona und so weiter, wie lüftet man, wie hält man das Ganze einigermaßen kühl und so weiter. Die würden sich nicht stellen, wenn die Schule Anfang September beginnen würde. So, die Situation ist ja die, dass solche Dinge in der KMK geregelt werden, Kultusministerkonferenz oder ständige Konferenz der Kultusminister, und aber dort eine Einstimmigkeit notwendig ist. Das heißt, wir könnten einfach nur sagen, wir brauchen das nicht, diese Gesamtregelung für den Sommer. Wir machen für uns Mitte Juli, Anfang September. Die Bayern und die Baden-Württemberger, die haben das sowieso, haben sich da abgekoppelt. Bei uns würde es nicht einmal die anderen schädigen, weil diese Entzerrung der Ferien, die wäre ja trotzdem gegeben, weil wir sind ein kleines Land mit 1 Million Einwohner. Und bei uns, wenn die Leute in Urlaub fahren, fahren die meisten sowieso nach Westen. Die wären also aus den Füßen, wenn die anderen kämen. Das ist also überhaupt gar kein Problem. Und im nächsten Jahr ist es sogar so ähnlich. Da wird es Mitte Juli bis Anfang September sein. Das heißt also, man könnte das wunderbar dann sechs Jahre oder immer so lassen, wie es im nächsten Jahr ist. Also hier könnte man ein Stück Selbstständigkeit demonstrieren für eine gute Sache, die unseren Kindern zugute käme, weil, ich sage nur noch ein Stichwort, die Schuljahre wären dann auch gleich groß und so, was ja auch immer durch die Verschiebung eine gewisse Schwierigkeit bedeutet, die man natürlich meistern kann, aber die ja nicht sein muss. Also unser Antrag, der steht, bitte feste Sommerferien von Mitte Juli bis Anfang September. Danke.